Hey Leute, was geht? Allotrix ist hier und so. Und jetzt nimmt erstmal meinen Penis in die Hand, weil dann ist alles in Ordnung. Und herzlich willkommen zum ersten kommentierten Video auf Fab Games Esports. Und wie versprochen sind wir heute hier, um eure Fragen rund um Esports zu beantworten. Ich bin nicht alleine, neben mir sitzt Fatih aka Fab Physics, der wie ich für das Management rund um den Esports in Fab Games Esports zuständig ist. Fatih, sag mal Hallo zu unseren Zuhörern. Jo, hier ist Fatih, aka Fab Physics. Ich habe mir eure Fragen auf Twitter gründlich durchgelesen, Leute. Und ich muss sagen, ich bin überwältigt von dem Interesse, das ihr gezeigt habt. Und freue mich darauf, mit euch zusammen hier was richtig Krasses aufzubauen. Und Leute, das muss ich echt noch loswerden. Du hast echt krasse Fans, Carsten, muss ich echt sagen. Und die sind richtig korrekt. Kann ich nur zustimmen, Digga. Und ich würde sagen, damit kommen wir direkt zur ersten Frage. Ja, wir werden die Fragen jetzt abwechselnd stellen und beantworten. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an mit der ersten Frage und die lautet: Was ist E-Sports, Carsten? Ja, E-Sports ist die Abkürzung für Electronic Sports und somit sozusagen der Überbegriff fürs professionelle Gaming, da wo es um was geht, da wo man sich beweisen will, da wo man gegen die bestmöglichsten Spieler spielt, um halt zu zeigen, was man kann und somit eigentlich genau das Gegenteil zu Public, weil bei Public, da geht es um nichts, da spielt man zum Spaß und bei E-Sports, da geht man voll rein, da hängt man sich voll rein, da will man alles geben, um alles zu erreichen. Kommen wir zur nächsten Frage und die lautet: Fatih, wie oder wo finde ich die offiziellen E-Sports-Regeln? Das ist ganz einfach, hier haben wir für euch einen Link in der Videobeschreibung. Dieser Link führt euch zur offiziellen Seite von MLG. Einfach mal reinschauen, Leute. Und mein Tipp ist, schaut ihr euch mal an, macht mal ein privates Spiel auf, nehmt ein paar Freunde von euch, spielt mal 4 gegen 4 nach diesen offiziellen MLG-Regeln und ihr werdet sehen, es wird euch Spaß machen. Die nächste Frage an dich, Carsten. Was bedeuten die Abkürzungen FG, FabG und FabI? FG sind einfach die ganz normalen Member in unserem Clan. FabG sind die in der Orga und halt im Management-Bereich und FabI sind die absoluten Vollprofis und Top-Teams in unserem Clan, die auch mit uns unter Vertrag sind und die gesponsert werden. Passend zu der letzten Frage ist, Fatih, die Frage: Wie spricht man eigentlich FabI aus? Genau so, Carsten. Genau so, wie du es gerade gesagt hast. Locker easy. Mach mal kein Harakesh. Und schon die nächste Frage. Carsten, bist du mit FabI-Profis gut in Kontakt? So wie in meinem Video auf YouTube, also auf meinem YouTube-Channel schon angesprochen, mit den FabI-Leuten spiele ich regelmäßig, livestreame mit denen, fahre mit denen auf LANs, also auf Events, begleite die, unterstütze die, wo ich nur kann. Und ja, wenn man so viel Zeit verbringt, dann wird man mit denen auf jeden Fall auch richtig Homies. Dann werden das Brodies. Ja, genau. Und wenn ihr euch richtig ins Zeug legt, Jungs und Mädels natürlich, dazu kommen wir später, könnt ihr euch auch FabI nennen. Was natürlich die Frage aufwirft, Fatih, ob Fab Games auch ein Female-Team, also ein professionelles weibliches Team hat. Selbstverständlich, Carsten. Wir nehmen auch Spielerinnen auf. Wir haben auch ein Fab-E-Female-Team. Ja. Und die sind auch sehr erfolgreich. Also die geben sich auch Mühe und ja, die machen sich sehr gut. Das freut mich zu hören. Dann hat auch meine weibliche Fanbase auf jeden Fall alle herzlich willkommen. Nice, Fall, Alter. Auf jeden Fall. Die nächste Frage, die uns viele gestellt haben auf Twitter, ist: Wie viele Member hat Fab Games und wie kann man Fab Games beitreten? Also im Moment, Freunde, hat Fab Games circa 400 Member, aber irgendwas sagt mir, es werden bald bedeutend mehr sein. Und ja, join könnt ihr ganz einfach, schaut einfach mal in die Videobeschreibung, da habe ich euch einen Link zu einem Anmeldeformular bereitgestellt, über das könnt ihr ganz einfach beitreten, also ist jeder willkommen. Ganz einfach, genau. Ja. Die nächste Frage ist: Wann wird man von Fab Games finanziell unterstützt und wie alt muss man eigentlich sein, um den Clan joinen zu können? Eine sehr interessante Frage, die oft gestellt wurde. Wir supporten Spieler ab 18 Jahre und Clanaufnahme keine Altersbeschränkung. Die nächste Frage: Wie komme ich in ein Team? Also vorab, Freunde, ihr könnt als komplettes Team Fab Games natürlich joinen, aber auch natürlich alleine. Und ich würde euch einfach raten, schaut auf die Fab Games E-Sport Seite. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Schaut da ins Forum und da könnt ihr nachschauen, welche Fab-Member noch solo unterwegs sind und welche halt ein Team suchen. Tauscht euch da untereinander aus und dann werdet ihr auf jeden Fall ein Team finden, denke ich doch. Ich denke auch auf jeden Fall. Also wir haben kompetente Leute, die werden euch auf jeden Fall auch mithelfen. Eine Frage, die wurde auch sehr oft auf Twitter gespielt: Welche Spiele und welche Plattformen sind eigentlich in Fab-Games vertreten? Ja, grundsätzlich könnt ihr jedes Game bei uns spielen, aber ihr müsst bedenken, nicht jedes Spiel ist E-Sports tauglich. Und kurz und knackig: Jede Plattform, PC, PS4, Xbox. Und schon die nächste Frage: Welche Konsole brauche ich für E-Sports? Beispiel COD. Zwei unserer Top-Spieler, Kiwi und Gun Elite, die ihr mittlerweile schon kennen solltet, haben damals von PlayStation auf Xbox gewechselt, weil Xbox international
am meisten geht. Da geht einfach alles. Und Activision unterstützt auch Microsoft und somit die Xbox. Da werden die ganzen LANs, Turniere, alles was wichtig ist, findet Call of Duty mäßig auf der Xbox statt. Bei FIFA ist es jedoch wieder anders. Da wird Deutschland technisch und international sogar PlayStation gespielt. Gfinity jedoch spielt wieder auf der Xbox. Also wie ihr seht, ist das von jedem Game zu Game unterschiedlich. Das ist immer ein Geben und Nehmen. Deshalb würde ich sagen, sind beide Konsolen wichtig. Was auch richtig oft gefragt wurde, meine Freunde, ist, ob CSGO und League of Legends in Fab Games auch professionell gespielt wird. Carsten, CSGO sind wir gerade dran. Dazu aber mehr Infos bald. Aber LOL kann ich sagen, haben wir Silphy mit am Start, einer der Top 50 Challenger-Spieler Deutschlands. Mit ihm als LoL-Manager wollen wir auf jeden Fall die Szene mitmischen. Und ja. Auf jeden Fall wird auf diesem Channel bald noch ein Video zusammen mit mir und Silphy erscheinen, demnächst. Also seid da gespannt, Freunde. Da freue ich mich auch voll drauf. Und da haben wir auf jeden Fall auch was für die LoL-Fans am Start, Mann. Hier an der Stelle auch einen Gruß an Silphy. Genau, von den LoL-Fans gibt es ja auch eine Menge, haben wir mitbekommen. Gruß an euch alle. Die nächste Frage, ganz einfach. Steht Fab für Fabulous? Aber sowas von. Bedeutet übrigens einzigartig. Und das sind wir alle. Kommen wir zur nächsten Frage, Fatih. Können Schweizer und Österreich am E-Sport mitmachen? Natürlich, Carsten, auf jeden Fall. Also, wie du weißt, ist ja auch Kiwi ein Österreicher, der jetzt allerdings nach Ulm gezogen ist, der jetzt eigentlich als Deutscher zählt sozusagen. Und auch für Deutschland spielt. Genau, für Deutschland spielen wird. Und generell natürlich, also die Schweiz und Österreich, das ist herzlich willkommen, auf oder? Jeden Fall sehr, sehr wichtig. Eine der Fragen, die sehr oft gestellt worden sind, Carsten, spielt Allotrix selbst in LA bei der WM mit? Spielen nicht, weil ich in keinem Team bin, aber ich werde natürlich trotzdem in LA sein und meine Jungs begleiten und die ganze Zeit als Coach und Manager sie mental und einfach moralisch unterstützen und dabei sein. Und ich werde natürlich alles für euch filmen. Also wird euch noch einiges Videomaterial von LA um die Ohren fliegen, meine Freunde. Seid da auf jeden Fall gespannt drauf. So, Fatih, wenn wir schon mal gerade bei LA sind, LA ist natürlich die Weltmeisterschaft, wie ihr wisst, würde ich sagen, kommen wir direkt zur nächsten Frage, LA. Und zwar, wann ist eigentlich genau die Weltmeisterschaft in Call of Duty? Genau. Das ist nämlich ein ganzes Wochenende. Und zwar ist es vom 27. bis 29. März, also schon bald. Mhm. Und wird übrigens natürlich von MLG live gestreamt. Sollte es soweit sein, werden wir natürlich auch den Stream posten, also werdet ihr das auf keinen Fall verpassen. Selbstverständlich, natürlich, da werden wir alle mitnehmen. Da zählen wir auch auf eure Unterstützung, Freunde. Ganz genau. Und wenn wir schon dabei sind, gleich die nächste Frage. Was für Preisgelder kann man sich da erspielen? Also das ist nicht gerade Kaffeekasse, meine Freunde. Es geht um wirklich sagenhafte 1 Million Dollar, verteilt auf die ersten 8 Plätze. Und der erste Platz kriegt abartige 400.000 Steine. Schon haftig. Ja, Mann, da läuft was. Genau. Und noch eine Frage. Werdet ihr auf LANs weltweit Videos machen? Habe ich ja jetzt schon öfters erwähnt, auch in meinem Video auf meinem Channel, also auf meinem Hauptchannel. Aber ich sage es gerne nochmal. Ich werde die Jungs auf alle mir möglichen Events begleiten und so viel Videomaterial wie möglich aufnehmen. Und das wird euch auf jeden Fall um die Ohren fliegen. Also drückt uns die Daumen, Jungs. Die nächste Frage, Fatih, ist, kann man mit 20 noch mit E-Sports anfangen? Und an sich, wie kann man sich verbessern, um oben mitspielen zu können im E-Sports, also da richtig aufzuräumen. Also vorerst, Alter, Carsten, spielt überhaupt keine Rolle. Und wenn ihr euch fit fühlt, dann macht Harakesh, auf jeden Fall. Harakesh! Ja, und die Frage, wie kann man sich verbessern? Also empfehlen kann ich euch wirklich viel Ranglistenmodus zu spielen und so oft wie möglich gegen bessere Leute spielen. Außerdem empfehle ich euch, viel Videomaterial von Profis anzuschauen. Und Livestreams? Auf jeden Fall. Und da seid ihr ja bei Fab Games nicht weit weg. Wie ihr wisst, wir haben ja genug davon, und zwar Kiwi, Garnelite, Torres, Rush ist einer davon, Daredevil, Bullet und natürlich ein Spieler wie MiniQ. Und deshalb, Freunde, haben wir auch uns gedacht, wird einer unserer Top-Spielern, wer, werde ich jetzt noch nicht verraten, auf diesem Channel eine Serie demnächst starten, wo euch von A bis Z erklärt, wie ihr wirklich ein richtiges Biest werden könnt. Also freut euch da drauf, ich bin auch sehr gespannt, was er mit der Serie machen wird. Und deshalb seid aktiv dabei, meine Freunde. Eine weitere Frage. Kann man gegen FabE antreten? Auf jeden Fall, Freunde. Es wird ein Beat FabE geben. Das werde ich auf meinem Twitch-Channel streamen und zusammen mit einem professionellen Kommentator kommentieren sozusagen, dem Jamas aka Marius. Gruß an dich, Brudi. Das ist ein professioneller Caster im E-Sports-Bereich. Der hat es richtig drauf. Grüße, Marius. Und da wird es natürlich auch ein Preisgelder geben. Auf jeden Fall. Und da geht richtig was. Da machen wir richtig Harakesh. Des Weiteren wird es auch FG-Cups geben, die clanintern online ausgetragen werden. Also die sind wirklich speziell nur für FG-Member.
Und ja, da schauen natürlich auch Coaches und Scouter zu und gucken, was da so geht und werden sich die größten Talente raussuchen. Und dann schauen wir mal, was da so geht, Freunde. Auf jeden Fall. Ich habe hier noch eine richtig interessante Frage für dich, Fatih. Und zwar habe ich ja gesagt, dass Fab Games ein Spieleladen ist. Das wissen ja mittlerweile die Fans. Und da hat einer auf Twitter gefragt, genau, ob man da auch Online-Spiele, Konsolen und Zubehör bestellen kann. Ja, klar. Wie ihr wisst, ist ja Fab Games der Hauptsponsor von Fab Games Esports. Und da haben wir auch einen Internetshop. Link ist hier unten in der Videobeschreibung. Oder ihr geht einfach auf fab-games.de. Und da wird es in Zukunft richtig, richtig gute Angebote geben. Also Fallout die Seite auch auf jeden Fall. Und diesen Shop gibt es natürlich auch in Ulm, wie ihr wisst. Und auf der Webseite findet ihr auch die Adresse oder so. Falls ihr in der Nähe Ulm und Umgebung wohnt, könnt ihr da auch natürlich mal im Shop vorbeischauen. Also da hinlaufen, genau, und dem Daniel mal die Hand schütteln. Genau, beim Bro Daniel die Hand schütteln. Gruß an dich, Digga. Auf jeden Fall. Carsten, eine Frage, die mir persönlich viel bedeutet. Ich habe sie auch ein paar Mal gesehen. Und die lautet: Wie kann die Allotrix-Fanbase dabei helfen, Fab und somit den deutschen E-Sports voranzubringen? Ja, Freunde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich und Fatih und natürlich auch alle anderen Clan-Mitglieder, wir hatten keine genauen Zahlen im Kopf, wie viele sich jetzt für den deutschen E-Sports begeistern, wenn ich das Video darüber mache. Aber ich muss einfach zugeben, wir waren alle so positiv überrascht und geflasht von der Korrektheit meiner Fanbase wieder mal. Also da mal wieder ganz großes Lob an euch, meine Freunde. Danke auf jeden Fall für eure Unterstützung. Und die Frage, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, ihr könnt den deutschen E-Sports und so und natürlich auch Fab Games voranbringen, indem ihr einfach aktiv seid auf diesem Channel, die Videos schaut, Kommentare schreibt, liked, uns auf Twitter folgt. Da immer, wenn wir einfach mit euch agieren, wir wollen ja auch viel mit euch machen, mit der Community, mit der E-Sports-Community. Wir wollen uns alle gemeinsam voranbringen, einfach aktiv sein, Interaktion zeigen auf Facebook, auf Twitter, bei den Livestreams uns zuschauen, einfach überall. Richtig, genau, auf jeden Fall. Und dann wird das richtig geiler Scheiß, Freunde. Ich habe richtig Bock darauf, ihr merkt schon. Und wir alle, das ganze Team ist da wirklich mit dabei und ja, wir freuen uns wirklich alle drauf. Weitere Videos werden auf diesem Channel natürlich folgen. Geplant sind erstmal 2 Videos die Woche, immer Mittwoch und Samstag, ja. Und an speziellen Tagen auch sonntags. Genau, das denke ich mal, sind gute Upload-Tage. Und ja, kommen wir zur letzten Frage, die stellt Fatih nochmal. Also die letzten 2 Fragen gehen somit an mich. Und die Frage lautet wie, Fatih? Carsten, werden wir dich öfter sehen oder erst wieder 2017? Also ich muss schon gestehen, Freunde, dieses Video war sehr anstrengend. Kann sein, dass ich mir erstmal eine Auszeit gönne bis 2020. Nein, Spaß beiseite, Freunde. Ich werde aktiv auf diesem Channel mit am Start sein. Sind viele Projekte geplant. Regelmäßige Videos haben wir ja in der letzten Frage schon beantwortet gehabt. Und ja, ich würde einfach sagen, Fatih, bedanken wir uns bei unseren Zuhörern ganz groß und herzlich für die Unterstützung. Auf jeden Fall. Dass ihr aktiv am Stissel seid. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr Bock auf deutschen E-Sports habt und euch freut, dass Fab Games das jetzt einfach hier am Start ist und einfach das mit uns allen gemeinsam macht, mit meiner Fanbase, mit Fab Games und wir alle zusammen, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da, also ein Like. Und ihr könnt das Video auch gerne teilen, an sich den deutschen E-Sports voranbringen, indem ihr einfach Fab Games verbreitet. Und schreibt uns ein korrektes Kommentar, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt oder noch weitere Fragen habt, seid aktiv auf Twitter. Und ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Und das letzte Wort hat mein Bro Fatih. Vielen, vielen Dank, Leute. Und unterstützt uns. Bleibt aktiv. Dankeschön. Haut rein. Ciao.